So, Freunde, ich bin wieder am Main, bin wieder mit dem Sub unterwegs und habe mir gedacht, ich mache heute mal ein Video zu meinen Wassersportschuhen, so will ich sie mal nennen. Das ist der TA4 von Salomon. TA steht für Tech Amphibien, also ein technischer Schuh für den Wasserlandbereich. Ja, ziemlich geil. Habe ich mir neu zugelegt. Ich habe hier vorher von Decathlon so einen 10 bis 12 Euro Schuh gehabt. Jetzt für Sport was Leichtes und hat mir auch gut gefallen. Allerdings gehe ich oft an Land, mache eine Pause und hier am Main habt ihr viel Gestein, viel Schlamm, also viel rutschige Sachen. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Mal ordentlich den Knöchel angestoßen bzw. bin ausgerutscht. Jetzt eben gerade beim kurz vor der Kamera auch. Vielleicht blende ich euch das noch ein. Und da war für mich schnell klar, dass ich einen ordentlichen Wasserschuh brauche. Beim Kanufahren habe ich immer Crocs an oder ja, einfach normale Trekkingstiefel, weil man da selten nass wird. Beim Subfahren ist es schon mal anders. Wenn eine große Welle kommt, habt ihr schon mal ordentlich Wasser auf dem Brett und da könnt ihr natürlich keine normalen Trekkingstiefel anziehen. Und wenn man mal ins Wasser fällt, ist es auch nicht so gut zum Schwimmen. Ja, deswegen hier der TA4, ziemlich geiler Schuh, finde ich. Ist komplett aus Mesh-Material verarbeitet und das andere hier ist so ein wasserabweisender Stoff. Weiß jetzt nicht genau, was das für einer ist, aber ist auf jeden Fall sehr schnell trocknend. Und ja, allgemein, der Schuh ist sehr leicht, hat ein Schnellschnürsystem, das könnt ihr hier vorne in der Lasche auch verstauen. Auch sehr praktisch, kennt ihr ja von Salomon. Die Sohle ist eine Contagrip, das war mir am allerwichtigsten. Wie gesagt, ich bin auch oft ausgerutscht. Und mit den Contagrips habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Da rutscht ihr so schnell nicht aus. Auch sehr gut. Das Ganze ist relativ auf ein flexibles und bequemes Tragegefühl ausgelegt. Schön leicht der Schuh und gefällt mir auch gut. Ein großer Punkt, der mich überzeugt hat, dass ich mir den Schuh zulege, ist der Punkt, dass ich, wie gesagt, immer einen normalen Schuh dabei hatte und Crocs. Wenn ich dann am Land bin, kann ich schnell reinschlupfen und ja, im Camp was machen. Und das ist cool an dem Schuh, ihr könnt hinten die Hacke einklappen und habt dann praktisch jetzt einfach so eine Schlappe. Finde ich ziemlich geil und ja, gefällt mir sehr gut. Ist einfach so ein lockeres Tragegefühl am Camp. Ja, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Was kann ich noch zum Schuh sagen, wenn das nicht schon alles war? Ja, natürlich eine rausnehmbare Sohle, Innensohle, die trocknet auch sehr schnell. Und ja, allgemein, der Schuh trocknet verdammt schnell und das war mir auch sehr wichtig. Ich bin jetzt eben gerade aus dem Wasser gekommen und das Teil ist schon wieder fast trocken. Sehr gut. Ja, was kann ich euch noch dazu sagen? Ja, hier am Rand habt ihr so eine Lasche, so einen Riemen. Sehr wichtig, wenn ihr dann aus dem Wasser rausgeht und vielleicht ein paar Meter umsetzen müsst, das Board in der Hand habt. Hier am Main muss man immer so ein bisschen bergauf gehen. Wie gesagt, da habe ich mich oft dann abgelegt. Und da könnt ihr hinten den Riemen spannen, habt den schönen Halt im Schuh und könnt damit auch mal eine kleine, längere Tour machen. Und so für den Alltag geht da auch einiges mit, was das Laufen angeht. War mir halt auch sehr wichtig, weil man schon ein paar Meter machen muss, wenn man mit dem Board oder allgemein mit Wassersportgeräten unterwegs ist. Kennt ihr ja vielleicht selber, es kommt ein Wehr. Ihr müsst ein bisschen weiter vorne aussteigen, weil der Rest sich hat nichts ergeben. Und da müsst ihr dann halt schon mal so 2 Kilometer machen. Und das mit den Schuhen ist ziemlich beschissen, wenn ihr dann auf einem Betonweg lauft oder so. Für die Ferse nicht so gut und allgemein für den Fuß nicht so gut. Es können ja auch irgendwelche spitzen Gegenstände auf dem Weg liegen. Dann tretet ihr mit diesen dünnen Latschen da rein und könnt dann die Tour abbrechen. Und hier habt ihr eine ziemlich dicke Sohle, einen guten Halt, also die Mischung zwischen Trekking, Wassersport, Schuh und natürlich hier der Sandale. Finde ich ziemlich geil. Und ja, Details hin blende ich euch natürlich ein. Ihr könnt euch den Schuh natürlich dann in den Detailszenen anschauen und ich denke, da kriegt ihr dann den besten Einblick von. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die kurzen Videos gefallen euch, denke ich. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren
Und wenn ihr die ganzen Sachen in Action sehen wollt, dann folgt mir auf Instagram, blende ich euch auch ein. Würde ich mich freuen, bin ich in den Stories immer relativ aktiv und poste auch ein paar feine Bilder zu den Produkten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.